Über meinen Internetzugang kann ich mir natürlich auch Videos anschauen, im Internet, in meinem Browser. Aber es kann auch passieren, dass genau das passiert, dass Sie gar keine Videos sehen. Viele Internetseiten sind noch Flash-basiert. Das heißt, es ist ein Standard, der jetzt momentan abgelöst wird durch einen neuen, der nennt sich HTML5, einfach mal um die beiden gehört zu haben. Und bei Internetseiten, die halt immer noch auf Flash basieren, kann es halt sein, dass sie dann halt nur ein schwarzes Fenster sehen oder so wie hier den Hinweis bekommen, dass sie die Videos nicht abspielen können. Was machen wir also? Wir brauchen Flash. Wir brauchen Flash für die Animationen, für die Videos. Ich möchte gerne über kikaninchen.de zum Beispiel mit meiner Tochter, die wird jetzt bald 3, halt ihre Lieblingsserien auch mal schauen. Und ich möchte Ihnen jetzt in dem Video zeigen, wie Sie den Flash Player installieren können, denn es gibt keine offizielle Unterstützung mehr im Google Play Store, das heißt, dort findet man den Flash Player nicht mehr, aber wir brauchen den trotzdem. Alternativ dazu möchte ich Ihnen auch gleich noch einen neuen Internetbrowser vorstellen, und zwar den Mozilla Firefox, der das alles ganz gut unterstützt und mit dem ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe. Aber fangen wir jetzt erstmal mit dem Flash Player an. Um den Flash Player zu installieren, ist ja eine App, müsste ich eigentlich in den Google Play Store gehen. Aber da gibt es den leider nicht mehr. Ich habe aber bei Android die Möglichkeit, auch Apps vom Computer oder von anderen Internetseiten installieren zu können. Allerdings muss ich da eine Sicherheitsbeschränkung aufheben. Und das machen wir jetzt mal als allererstes. Wir gehen in die Einstellungen hinein. Da zu dem Menüpunkt Sicherheit. So. Da jetzt weiter nach unten zu dem Punkt unbekannte Herkunft. Das bedeutet, damit man sicher ist, dass die Apps keinen Schaden anrichten, gibt es den Google Play Store. Die werden dort auch regelmäßig überprüft und Google schaut, ob alles in Ordnung ist. Wenn ich jetzt aber eine App von einem Computer oder von einer anderen Internetseite installieren will, ist das erstmal untersagt, es sei denn, ich aktiviere das jetzt hier und sage ja, ich bin damit einverstanden und ich nehme das Risiko auf mich. Wir gehen gleich gemeinsam zur Internetseite chip.de und ich habe das schon zig Male installiert. Das ist eine sehr gute Seite. Sie kennen das Fachmagazin ja auch. Da bin ich mir sicher, dass ich mir da keine Schadsoftware oder so Schad-Apps einfange. Aber um das Ganze installieren zu können, müssen wir halt hier diesen Punkt aktivieren. Den können Sie nachher gerne wieder ausschalten. So, unbekannte Herkunft für Apps ist in Ordnung. Jetzt gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir nochmal ins Internet. Und zwar suchen wir jetzt nach dem Flash Player für Android. Und das muss ich jetzt hier oben eingeben. Ich lösche mal die Zeile raus. Und dann geben wir ein FL. Da haben wir schon Flash Player. Ich klicke da einmal drauf. So, aber das reicht noch nicht. Das müssen wir noch ergänzen. Deswegen schreiben wir mal oben mit dazu Flash Player. Und Achtung, ich möchte das noch ergänzen. Um den Namen, da steht es auch, Flash Player Android. Da nochmal draufklicken, Android. Und siehe da, ich bekomme hier schon als erstes Ergebnis die Internetseite von chip.de. Und dort kann ich jetzt die direkte Installationsdatei herunterladen. Hier steht es auch, App installieren, das machen wir auch. Downloads werden jetzt automatisch gestartet. So, das dauert jetzt ein paar Sekunden. Dann kann ich den auswählen und kann hier jetzt sagen, installieren. Das mache ich jetzt auch. Und wie gesagt, um das installieren zu können, müssen Sie die Sperre vorher aufheben. App wurde installiert. Fertig. Super. Ich gehe jetzt einfach mal auf die kikaninchen.de Startseite zurück und siehe da, der Browser von Acer unterstützt das schon. Ich werde Ihnen ja gerne noch einen alternativen Browser empfehlen, aber Sie sehen jetzt, voilà. Ich kann das Ganze öffnen, ich drehe das mal zur Seite. Klasse, und könnte jetzt hier wieder die Videos aufrufen, die meine Tochter so gerne sieht. Also, Sie haben gemerkt, aus dem Flash-Player, der mir gerade fehlte, ist jetzt ein Flash-Player geworden, der auf dem Smartphone installiert ist und seine Arbeit verrichtet. So, wir gehen jetzt nochmal zurück ins Hauptmenü. Im Google Play Store finden Sie alternativ natürlich viele Internetbrowser. Und ich empfehle Ihnen da, einfach mal nach dem Firefox zu schauen. So, da ist es auch schon, Firefox Browser für Android. Mit dem habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht, von der einfachen Bedienung her. Und vor allen Dingen halt auch mit der Flash-Unterstützung, dass alles sehr, sehr zügig geht. Installieren lässt er sich ruckzuck. Ich lade ihn mal eben für uns herunter.
Das Tolle daran ist, was man halt noch beachten muss, wenn man im Internet surft, dass man A, sicher unterwegs ist, das müssen wir uns auf jeden Fall noch anschauen, und zum anderen natürlich auch, dass man auch die vollständigen Internetseiten sehen kann. Und was meine ich damit? Es gibt halt die Möglichkeit, sich die Seiten mobil anschauen zu lassen. Ich öffne den Firefox jetzt einfach mal. Eine mobile Internetseite ist halt einfach für ein Smartphone oder für ein Tablet ausgerichtet und sieht ganz anders aus oder etwas anders als bei einem PC. Und wenn ich jetzt hier meine Adresse eingebe, zum Beispiel so eine Shopping-Seite, gucken wir mal bei qvc.de. So. Dann wird das alles ruckzuck geladen. Ich kann jetzt hier noch separate Tabs aufmachen, um mal zu schauen. Und ich kann auswählen, ob ich das als Desktop-Seite sehen möchte. Wenn ich das aktiviere, wird die Seite nochmal neu geladen. Und mein Smartphone sagt einfach der Internetseite, hallo, ich bin kein Smartphone, ich bin nicht mobil, sondern ich bin ein Computer. Und je nachdem bekommt man dann halt auch wieder die andere Ansicht. Hier geht es wieder ganz einfach, vergrößern, verkleinern. Das ist der Firefox, Sie sehen, der funktioniert ruckzuck, ist sehr schnell in der Anwendung und es hat meine persönliche Empfehlung. Wichtig ist aber nur eins, dass Sie den Flash Player dann einfach nachinstallieren können. Und wenn Sie schon im Internet unterwegs sind, haben Sie sich mal Gedanken darüber gemacht, ob Sie sicher im Internet unterwegs sind? Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie bei Ihrem Notebook zum Beispiel eine Internet Security installiert haben. Denn Sie wissen, ich mache darüber Online-Banking, ich verschicke E-Mails darüber, ich empfange E-Mails und möchte ja sicher sein, dass da keine Viren, Trojaner oder Spam oder was auch immer alles drauf ist. Aber was ist eigentlich mit meinem Smartphone? Auch da sollten Sie bitte kurz mal drüber nachdenken und mit mir gemeinsam den Blick werfen, natürlich in den Play Store von Google. Und da geben wir mal als Stichwort ein Internet Security. Ich mache das mal schnell für uns. I-N-T-E-R, so, Internet, dann als zweiter Begriff Security und schauen Sie mal. So, dann suchen wir einfach mal danach, nach dem Stichwort Internet Security und Sie sehen eine Fülle von Anbietern, viele davon sind kostenfrei, also ich überlasse Ihnen die Entscheidung, welchen Anbieter Sie wählen. Sie werden hier einige finden, die Sie wahrscheinlich auch schon vom Computer her kennen. Kaspersky zum Beispiel oder Antivirus oder McAfee oder hier zum Beispiel auch von Norton. Schauen Sie sich die Apps bitte in Ruhe an. Lesen Sie die Bewertungen zum Beispiel durch, wie viele Downloads es gibt und entscheiden Sie selbst, welche App für Sie die richtige ist. Eins ist ganz, ganz wichtig bei all denen hier. Sie sorgen für einen Schutz im Internet. Und das sollten Sie auf jeden Fall tun. So, das war es auch jetzt in dem Video. Wichtig waren mir zwei Punkte. Sie haben jetzt den Flash Player und Sie denken nochmal drüber nach, sich im Internet zu schützen.